Coole Sache. Lego-Modell, kleiner Karton, kann man das kombinieren? All das gleich nach dem Intro. Servus und hallo, ich bin der Brickfan Jena und heute zeige ich euch was ganz Besonderes. Ja, es geht um dieses Set hier, das ist, jetzt habe ich wieder die Nummer vergessen, die 42139 von Lego, aber ich mache heute kein Review dazu. Das mache ich ein andermal. Ich habe hier einen kleinen Karton, da steht drauf Game of Bricks. Dieser Karton ist mir von Game of Bricks zur Verfügung gestellt worden. Herzlichen Dank dafür. Ich verlinke euch das Ganze natürlich gerne unten. Es geht um Folgendes. Ihr kennt mich, ihr wisst, wie ich bin. Ich bin ein Lichtfreund. Ein großer Lichtfreund. Und heute geht es darum, den mit dem, was da drinnen ist, zu kombinieren. Den zu beleuchten. Das heißt, es kann sein, dass das Video etwas länger wird. Das gleich einmal vorab. Aber ich möchte euch wirklich anhand dieses eher kleineren Modells zeigen, wie man so etwas optimal verkabeln kann. Ich wollte jetzt nicht unbedingt ein großes Gebäude oder sowas hernehmen, weil sonst wird das Video wahrscheinlich 2 Stunden dauern und das ist auch nicht unbedingt Sinn der Sache. Gut. Wir machen es ja so. Ich muss mir sowieso meinen Laptop herholen, weil die Anleitung gibt es nur in digitaler Form. Ich hole mir den Laptop, schalte auf die andere Kamera um, dass wir das etwas genauer sehen. Und dann werden wir mit der Verkabelung anfangen. Ich werde sicherlich einiges erklären. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ich bin soweit vorbereitet. Ich habe auch schon die richtige Seite aufgemacht. Was haben wir denn da eigentlich drinnen? Wir haben hier die Batteriebox mit USB-Stecker. Das heißt, man kann hier dann letztendlich auch eine Powerbank anschließen, je nach Bedarf. Wir haben hier... Wir machen es auf. Ist schlauer. Durch das Sackerl seht ihr ja nichts. So. Wir haben hier einerseits einmal einen 6er Verteiler und wie gesagt den USB-Stecker für eine Powerbank. So. Und das Ganze ist in 4, 3, 2, 1, also in 4 Abschnitte unterteilt. Logischerweise fangen wir mit Bauabschnitt Nummer 1 an. So. So, da haben wir drinnen, also einmal wieder so einen 6er Verteiler und 4 LEDs. Auf so einem dünnen Kabel mit so einem, na geh her, mit so einem kleinen Stecker drauf. Hier, das ist der kleine Stecker und auf der anderen Seite ist hier oben die LED. Und noch ein kurzes Verlängerungskabel mit ebenfalls 2 Steckern drauf. So, was müssen wir als erstes machen? Wir müssen in dem Fall da vorne den Rambock ein bisschen zerlegen. Dann kommen die TransClear Steine herunter. Das ist ja die was halt von Lego Original das Licht darstellen sollen. So, der bleibt allerdings noch drauf. Da einmal eins. Und auf der anderen Seite natürlich genauso. So, wie gesagt, da einmal eins round bleibt drauf. So, das ist gar nicht mal so einfach, da dann noch gescheit dazwischen zu kommen mit meinem dicken Finger. So. Steckt. So, ich nehme mal da das ganze Zubehör hinten raus. Das stört jetzt nur. So, das heißt, wir haben jetzt hier
vorne das heruntergenommen, da diese weißen 1x1 Round Plates sind nur mehr drauf, weil da sind die 1x1 Trans Clear Fliesen drauf normalerweise. So, dann brauchen wir zwei LEDs. 1, 2. Und diese LEDs werden noch nicht eingebaut. Dazu zur Vereinfachung werden nochmal die beiden. Oh, da fällt gleich mehr runter als gedacht. Ich soll es vielleicht so drehen beim Zerlegen, dass ich hinschauen kann. Dann tue ich mir leichter und vielleicht fällt mir dann auch nicht die Hälfte wieder runter. Ne? Na, geh her da. Tja, ihr wisst, ich bin ein bisschen Chaot. Würdest du bitte freundlicherweise da bleiben? Das sind diese kleinen Tubes, die nur lose auf den Achsen draufhängen. So, wir haben jetzt noch zusätzlich diese beiden hier heruntergenommen. Da sind diese blauen Halbpins drinnen. Und das ist nämlich das Wichtige. Durch diese Halbpins werden jetzt diese LEDs gezogen. Und zwar mit dem Stecker voran, weil der Stecker passt hier durch. Die LED selber passt nicht mehr durch. Und da kommt jetzt, da haben sie doch die weiße Fliese auch runtergenommen, die weiße 1x1 Blade. Die braucht man nachher nicht mehr, weil es kommt jetzt im Prinzip nur mehr wirklich rein, die Transclear Fliese drauf und darunter ist jetzt die LED. Das ganze Spielchen natürlich auf der anderen Seite. Spiegelverkehrt. Kabel durchstecken, durchziehen, LED bleibt vorne hängen. Man muss sie ganz leicht umknicken, dass die LED nach vorne zeigt und dann kommt wieder die Transclear Fliese drauf. So. Dann wird, was geht hier, oh ja. Ja, wird wieder eine LED durch das mittlere durchgezogen. So, diese LED wird aber leicht zwischen die beiden Pins gelegt. Hier. Es ist ein bisschen Spielerei. Und dann kommt hier die 1x2 Fliese wieder drüber. Dann ist einmal die eine Seite fertig. Und das ganze Spielchen jetzt natürlich auf der zweiten Seite. Wieder durch. Kabel durchziehen. Ich muss nur ein bisschen drehen, natürlich mal leichter. So, LED nach vorne drehen, vorsichtig, Transclear-Fliese drüber fixieren, passt. Es ist genügend Platz dazwischen, dass die LED hier schön sitzt und nicht irgendwie eingeklemmt ist. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, wenn der Fokus mitspielen würde, vielleicht. Apps, hat es nicht so mit der Hand. Aber ich glaube, man kann die zwei kleinen LEDs da drinnen erkennen. Ja. So. So. Die beiden werden jetzt wieder aufgesteckt. Hinten auf die roten Achsen. Einmal. Zweimal. Damit sind die beiden einmal verkabelt. Die Kabel hängen allerdings noch lose da in der Gegend herum. Was übrigens bei solchen Sachen sehr zu empfehlen ist, ist eine Pinzette. Die ich Gott sei Dank griffbereit habe. So, damit ist einmal das verkabelt. Jetzt können wieder der Rambock wieder vervollständigt werden. So, und damit ist die Schnauze soweit einmal wieder zusammengebaut. So, jetzt legen wir das ganze Modell auf den Kopf. Und kümmern uns, ja, weiterhin vorne. Um was geht's? Ah ja, die Kabeln werden jetzt vorne durch den Liftarm, durch die Löcher des Liftarms durchgeführt. So. Auch das ist immer ein bisschen Spielerei. Wenn man wenig Platz hat, so Kabel 1.
Wobei es bei dem Modell eh noch ganz gut geht. Kabel 2. Ja, jetzt Pinzette. So. Und dasselbe Spielchen natürlich auf der anderen Seite. Geht einfach nur darum, dass die Kabel nicht mit irgendwelchen beweglichen Teilen, wie eben den Rädern oder Zahnrädern, in Verbindung kommen und irgendwas blockieren bzw. dadurch dann beschädigt werden. So. Dann werden wir es noch ein bisschen zusammenzwirbeln. So. Auch die anderen beiden. So. Und jetzt, man kann, hier sieht man es schön, gehen die Kabel hier raus und da oben sind dann eben die zusammengezwirbelten Enden. So. Ja, das dachte ich mir jetzt. Und diese vier Kabeln werden jetzt hier in diesen Verteiler hineingesteckt. Gehen übrigens nur in eine Richtung rein, also man kann hier nichts falsch stecken. Man sollte natürlich, wenn man merkt, da ist ein bisschen Widerstand, sollte man jetzt nicht beinhart versuchen, mit aller Gewalt die Kabel reinzukriegen, sondern einfach wie bei einem USB-Stecker. Steck an, passt nicht, dreh um, passt nicht, dreh um, jetzt passt er. Also, sie gehen im Prinzip locker rein. Ganz zum Schluss hat man einen leichten Widerstand, weil sie eben am Ende leicht einrasten. Klar, sie sollen ja auch nicht ganz locker wieder rausrutschen. So. Und da an diesem Verteiler wird jetzt auch gleich, in dem Fall verwenden auch die den USB, ja klar brauche ich den USB-Stecker, haha, ist ja logisch. Den brauche ich auf jeden Fall, weil dieses USB kann ich nicht einfach so einen Verteiler anstecken, das heißt, ich brauche diesen USB-Verteiler. Also USB-Stecker. So, vorsichtig aufmachen. Das Kabel ist meistens relativ lang, so auch bei, in dem Fall. So, und auch dieses Kabel wird einfach an den Verteiler angesteckt. Aktuell liegt es noch frei herum. Das wird dann noch schöner verlegt, wie man es dann braucht. So. Ja, genau. Und der wird dann letztendlich entweder hier mit der Batteriebox verbunden oder man nimmt eine Powerbank. Ich habe jetzt aktuell nur die große bei der Hand, aber wenn ich den da jetzt anstecke, wie gesagt, und dann einschalte, haben wir vorne schon die Beleuchtung. Aber das ist ja noch nicht alles. Da kommt ja noch ein bisschen mehr dazu. So. Dann, wenn das erledigt ist. So. Wird das Verlängerungskabel ebenfalls an diesen Verteiler angesteckt. So. Und der Verteiler hat auf der Rückseite diese Schutzfolie drauf, weil das Ding ist klebend. Hat ein doppelseitiges Klebeband. Und jetzt können wir diesen Schutz herunternehmen. So. Und diesen USB-Verteiler jetzt hier vorne auf die nicht auf den nicht beweglichen Liftarm kleben. Hier oben. So. Und damit ist das soweit gesichert, dass hier nichts quer durch die Gegend fliegen kann und irgendwie da was beschädigen kann. Oder eben in Zahnräder reinkommt oder was auch immer. So. Den Verteiler habe ich angesteckt, also das Verlängerungskabel, das kurz habe ich angesteckt. Ich muss dann noch schauen, wo der USB hingeht. So. Jetzt geht es weiter mit Sackerl Nummer 2.
Ja, leer. Da ist ein kleiner Viererverteiler drinnen. Dem Fall drei LEDs und ein Verlängerungskabel. Die zwei 1x1 Roundplates sind schon uninteressant. So. Ja, klar. Warum Sie das beim ersten Schritt nicht gesagt haben, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich sollte man zuerst natürlich immer die LEDs testen, ob sie funktionieren, bevor man sie einbaut. So, wir stellen den Herrn jetzt wieder nach vorne auf die Füße, weil der nächste Schritt sind diese drei LEDs hier oben. Das heißt, wir nehmen oben wieder den Rahmen auseinander. Hier oben. Damit wir einfach besser zu den LEDs hinzukommen. So, dann werden die ganzen, wenn diese beiden dünnen Liftarme mit den LEDs heruntergenommen. Die Trans-Clear Fliesen werden von den Pins heruntergenommen. Und dann haben wir im Prinzip dasselbe Spielchen, wie wir vorher schon bei den Scheinwerfer gehabt haben. Hierdurch einfach die drei LEDs ziehen. So. Umlegen, Fliese drauf. Zweite LED durch umlegen, Fliese drauf. Dritte LED mit meinem Wirstelfinger so durch umlegen, Fliese drauf. Und damit sind auch diese drei hier jetzt einmal verkabelt. Dann schauen wir weiter. Ja, das dachte ich mir. Und zwar hier vorne bei der Motorhaube gibt es dahinter einen kleinen Schlitz. Man sieht ihn jetzt eigentlich nicht wirklich gut. Aber durch diesen Schlitz werden diese drei Kabeln gezogen. Das heißt, ich werde das Ding einmal kurz auf die Seite legen. Und hier, das wird lustig. Aber ja, es gehört dazu. Da mal durch. Und wir müssten eigentlich, ah ja, da kommen sie zum Vorschein. So, und was mache ich jetzt mit denen? Die werden dann, also die halten wir mal, während wir hier vorne wieder die Lichter auf die Achsen aufstecken können. So. Okay, die werden dann letztendlich hier unterm Reifen, mehr oder weniger, kann man es vorbeiziehen und hier hinter die, gib die mal, hier hinter den Liftarm, dem hier, ich weiß, die Hand ist im Weg, ich muss aber die Kabeln halten, vorbeigeführt. Und dann hier, das wird jetzt die tricky Arbeit werden, mit dem Viererverteiler verbunden. So. Kabel 1. Ich werde mal kurz den Reifen herunternehmen. Tue ich mir um einiges leichter. Nicht wegrollen, danke. So. Kabel 2. Und Kabel 3. So, das ziehen wir da wieder nach oben. Und geben den Reifen wieder drauf. So. Der Verteiler. Aha.
Ah ja, der kommt in dem Fall auf die Rückseite des Liftarms, aber zuerst wird auch hier das Verlängerungskabel angebracht. So, und damit ist auch der Verteiler voll. So. Da wird es jetzt allerdings ein bisschen lustig, weil nämlich hier schon langsam ein bisschen das eine Zahnrad in der Gegend ist, aber das sollte nicht das Problem werden. So, dann werden wir es einfach auf der Seite nämlich vorbeiführen und dann geht das. So, das heißt auch hier wieder die Schutzfolie, die sehr gut hält. Und ja, die Pinzette ist jetzt nicht unbedingt die allerbeste für sowas, aber ich habe aktuell keine andere griffbereit. So, und der wird hier angeklebt. So, das Kabel selber wird nach hinten geführt. Wenn ich das richtig sehe, sogar beide Verlängerungskabeln. Nicht verheddern bitte. So, dann werden wir auch das hier unten durchführen. So, wo bist du? Hallo, Kabel. Ach da. So. Und diese beiden Kabel werden nach hinten geführt und einmal hier so lose hängen gelassen. So. Das heißt, wir haben jetzt hier den 6er Verteiler für die Frontscheinwerfer, dahinter die 4er Verteiler für die 3 Scheinwerfer drüber und die beiden Kabel, die hier eben nach hinten marschieren. So. Jetzt geht es mit Sackerl 3 weiter, das ist das vorletzte. Ich muss nur auf die Zeit immer wieder schauen, weil ich habe das Gefühl, dass die Kamera nach einer halben Stunde circa automatisch abstellt die Aufnahme. So, hier haben wir jetzt einen Dreierverteiler, 2 LEDs und wieder ein Verlängerungskabel. So, das heißt, wir das ist eine Art, nein, ist hinten, wollte ich schon sagen, ist das eine Unterbodenbeleuchtung? Nein, natürlich nicht. Das ist natürlich das Rücklicht. Ach, diese zwei Rollen immer, die nur auf den Achsen drauf hängen. So, wir können natürlich vorne wieder den Rahmen fertig zusammenbauen. So, hinten wieder bei den rückwärtigen Scheinwerfern die Trans-Red fließen runternehmen. Eine LED durchführen. Dann ungefähr in die Mitte wieder verlegen, wo die Fliese drüber kommt und Fliese drauf. So, selbe Spielchen auf der zweiten Seite. So. Trans-Red fließt wieder drauf. Passt. So. Okay, jetzt wird der gekippt, weil diese beiden Kabeln, wenn jetzt hier in der Mitte oben zusammengeführt und hier in den Dreierverteiler gegeben. So, indem wir so ein bisschen zusammenzwirbeln. Ja, die LED ist rausgegangen. Nicht gut, gar nicht gut. Normalerweise sollte die LED durchs Loch eigentlich gar nicht durchpassen. So, das heißt, noch einmal, Kabel.
Akzepte. So. Das ist die Fliese. Nein, LED nicht auf dem Rand von der von dem Pin. Das bringt gar nichts. Das hilft dir gar nicht. Da bräuchte man teilweise. Ah, jetzt geht's. So, jetzt liegt sie dazwischen. So, also Kabel nach oben ziehen. Hier vorbei, hier in der Mitte zusammen. Ein bisschen zusammenzwirbeln. Nicht viel in dem Fall. So. Und wo ist der Dreier? Da ist der Dreierverteiler. An den Dreierverteiler angesteckt. So. Einmal. Na okay, kommt. Vorführeffekt, gell? Ja, natürlich. Einmal. Zweimal. Und natürlich auch gleich das Verlängerungskabel angesteckt. So. Dann. Aha, der wird dann da runtergeführt und hinten, hinterm Sitz im Prinzip auf den Liftarm aufgesteckt. Muss nur schauen, wie wir das Kabel ziehen. Sehr mutig. Sie ziehen es im Prinzip. Wo ist es? Da ist es. Pinzette. Ach, hier. So. So, in der Nähe des Zahnrades zwar vorbei, aber nicht direkt. So. Wahrscheinlich ziehe ich das ganze Kabel jetzt wieder rauf, wenn ich da den Streifen vom Klebebereich runternehme. So. Kommt da jetzt auf den Lift an. Euch das Kabel, da ist das Kabel, jawohl. So, das heißt, ich habe jetzt unten. Genau. So, wir haben jetzt unten den USB-Stecker, die beiden Kabel, die was von vorne kommen, und das eine Kabel, welches von hinten kommt. So, jetzt geht es ans letzte Sackerl, wo ich das jetzt da liegt. So, was haben wir da drinnen? Da haben wir vier LED-Streifen und vier Verlängerungskabel. So, die LED-Streifen werden einmal voneinander getrennt. Die sind schon so leicht vorperforiert, wie von so einem irgendwie ein perforiertes Papier, was man kennt, was weiß ich, von Kinotickets oder ähnlichem. So, und dann werden mit den Verlängerungskabeln je zwei miteinander verbunden. Na, geh rein. Einmal. Zweimal. Und dasselbe spiele ich natürlich auch mit den anderen beiden LED-Streifen. So. Einmal. Und auch hier einmal. So, und die anderen beiden Verlängerungskabeln. Komm her da. Kommen an eines der Enden von eben den soeben zusammengesteckten LED-Streifen. Einmal hier. Und auch einmal hier. So,
Das heißt, wir haben jetzt zwei LED-Streifen, die mit einem Kabel verbunden sind und am anderen Ende auch noch ein Verlängerungskabel dranhängt. So. Wo kommen die jetzt hin? Meinen die das so oder? Nur kurz. Nein, das meinen die wirklich so. Okay, die sind dazu gedacht, um hier unter den Kotflügeln ein bisschen Licht zu machen. Und zwar ziehen die das so, dass das Verlängerungskabel vorne ist. Okay, das heißt, so, entwirren. Dieser LED-Streifen kommt an die hintere, in den hinteren Kotflügel. Der zweite kommt an den vorderen Kotflügel und das Verlängerungskabel wird dann einfach entlang gezogen. Ja, interessant. Radkastenbeleuchtung bei einem ATV. Cool. Hat man auch nicht immer. So, das heißt, hier kleben wir das einfach da. Das einfach klingt gut. Einfach da an den Reifen runter, tue ich mal leichter. An den Radkasten. Dann kann man das hier schön durchziehen. Vorsichtig natürlich. So. Auch hier kann man das schön durchziehen. Ohne irgendwo hängen zu bleiben natürlich. So. Wo hängt er da? So, dann kann man hier wieder den Reifen draufstecken. Hier nehme ich ihn nochmal runter. Vorne. So. So, Reifen wieder drauf. Na, sollte die Achse auch treffen, ne? Hilft. So, dasselbe Spielchen natürlich auf der anderen Seite. Das heißt, auch hier nehme ich einmal den Reifen runter und auch den vorne. Da. So. So. Aufgeklebt. Und vorsichtig hier durchziehen. Ups. Vorsichtig auch hier durchziehen. So, aufpassen, dass wir nichts hängen bleiben. So. Hier der Schutz runter. Und ankleben. So, Reifen drauf. Reifen drauf. So. Damit haben wir mal das. So, und dann müssten wir eigentlich noch einen Verteiler irgendwo liegen haben. Oder ist. So, also mal der USB-Stecker, der da in dem Verteiler drinnen ist. Habe ich da was übersehen oder? Theoretisch müsste. Ah, da ist er. Dachte ich mir doch. Vorhin schon sind die Sacker zum Entsorgen dazugegeben. Eieiei, das wäre jetzt blöd gewesen. So. Der letzte 6er Verteiler. Und da werden jetzt im Prinzip alle restlichen Kabel zusammengeführt und auch dieses USB-Kabel. Das wurde nur am Anfang da vorne angesteckt, um zu testen, dass die LEDs auch funktionieren.
So. Ja, das müssen wir alles da drüben vorbeiführen. Weil sonst haben wir wirklich ein Problem mit etwaigen beweglichen Teilen. So, das werden wir da durchführen. Damit das auch von dem Zahnrad entfernt ist, so das eine habe ich schon mal durch. Ja, wenn es nicht hängen bleibt. So, jetzt ist noch die Tricky-Geschichte dadurch. Komm ich durch? Ja, ich hab's geschafft. Gratuliert mir. So. Dann haben wir alle Kabel hier auf der Seite. Auch dieses hier. Da werden wir auch noch schauen, dass wir da ein bisschen besser durchkommen. Kann ich da durch? Geht sich aus. Da ist ein Pin. Und durch den sollte ich eigentlich ohne. Eigentlich und so, ne? Ah, das ist eine Spur zu dünn. Okay, verstehe. Das heißt, wir werden auch dieses Kabel hier wir könnten aber das wäre gar nicht mal so blöd. Naja, egal. So, das einmal hier durchziehen und dann hier rein. Und auch da umgehen wir jetzt das Problem, dass wir vielleicht in Radnähe kämen. So, das heißt, eins, bevor es noch sitzt, no. Ja. Zwei. Drei. Was ist denn das? Nein, das ist das dann. Ah, da ist Nummer vier. So, dann müsste ich Nummer eines sein. Ja, man sollte wirklich die Kabel gescheit anstecken, sonst rutscht es echt wieder raus. So. Nummer 3 hat nämlich gemeint, nein, ich will da nicht drinnen bleiben, gefällt mir nicht. Zack. So, und auch hier nehmen wir jetzt wieder den Kleber runter. Also nicht die Kleber, aber die Schutzfolie von Kleber. Schauen, dass wir das so ankleben, dass die Kabel nicht mit den Zahnrädern in Verbindung kommen. So. Und das war's auch schon. Jetzt wird noch der USB-Stecker angesteckt. So. Und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Wir stecken das an die Powerbank an und machen diesen hier. Wow! So. Und das war's auch schon wieder. Hier vorne die komplette Front beleuchtet. Dann die Radkästen bläulich. Und hinten die roten Rücklichter. Jo! Das war die Verkabelung des 42139. Wie gesagt, ein komplettes Review folgt noch mit dann abschließendem Licht und so weiter noch. Aber ich wollte euch, wie gesagt, einmal zeigen, wie man so ein Set verkabelt. Und wie ihr seht, man ist teilweise ein bisschen Spielerei. Man braucht, wie gesagt, eine Pinzette dazu, sehr empfehlenswert. Aber
Es ist jetzt auch nicht das Hyperkomplizierte. Gut, ich gehe gar nicht mehr auf die Hauptkammerretour, das zahlt sich jetzt nicht mehr aus. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es war informativ. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Zeit. Bleibt unserer Community gewogen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Brickfan, Vietnam.